Knights of Cydonia oder Cydonia, je nachdem wie man ausspricht. Ein Science-Fiction-Manga vom berühmten Science-Fiction-Mangaka Tsutomu Nihei. In dem Manga geht es um ein riesen Saatenraumschiff der Menschen, die Cydonia. Sie ist seit 1000 Jahren unterwegs, weil eine Alienrasse, die sogenannten Gauner, das Sonnensystem der Menschen zerstört haben. Die Hauptperson im Manga ist der junge Tanikaze, welcher zum Mecha-Piloten wird und gegen die Gauner kämpft, um die Cydonia zu beschützen. Und dies gelingt ihm immer nicht zu 100%, also kein Superheld, der immer gewinnt wie in anderen Anime. Es entsteht also wirklich interessante Situationen, mit denen man so nicht rechnen würde. Und die Mecher der Menschen, die sind im Vergleich zu den feindlichen Gauner meist sehr klein bis winzig. Die Gauner besitzen einen Kern, welcher nicht mit Hilfe von menschlichen Waffen zerstört werden kann. Um die Gauner rum ist eine Art Plazenta gebildet, die jegliche Form annehmen kann. In den meisten Fällen kämpfen die Gauner mit Tentakeln, sicher guter Stoff für ein Hentai. Die einzige Waffe, die gegen einen Gauner was ausrichten kann, ist ein Speer, welcher direkt den Kern treffen muss. Der Speer durchdringt aber nicht mal 1 Zentimeter der Plazenta, sondern wirklich rein nur den Kern. Also ich kann euch wirklich spannende und interessante Kämpfe hier versichern. Das ist wirklich echt interessant gemacht. Und im Verlauf des Mangas wird die Story wirklich immer spannender. Banner, denn es gibt viele Geheimnisse auf Cydonia. Da ist zum Beispiel das Komitee der Unsterblichen, sowie den Hauptcharakter Tanikaze, dem auch so das ein oder andere Geheimnis noch hinterherkommt. Denn zum Beispiel, er hat eine recht interessante Herkunft, die er nicht mal selbst wirklich weiß. Also es verspricht auf jeden Fall mega spannend zu werden, vor allem wenn man dann noch einige Bände weiterliest, dann fangen die Gauner an, sich interessant weiterzuentwickeln, aber da will ich jetzt mal nicht spoilern. Wiederum, ich habe einen einzigen Kritikpunkt am Manga, und zwar ein Teil der Übersetzung. Die Kanone, womit man die Plazenta der Gauner abtrennt, wird ja Higgs-Kanone genannt, nur leider nicht im Manga. Im Manga heißt sie Higgs-Teilchen-Kanone oder Higgs-Teilchen-Strahl. Und das ist ehrlich gesagt viel zu lang und umständlich zu lesen, meiner Meinung nach. Für mich persönlich war das jedes Mal wirklich sehr nervig, das zu lesen. Nichtsdestotrotz ist das wirklich ein sehr geiler Science-Fiction-Manga. Man könnte sogar sagen, eine Art Endzeit-Manga, der viel Spannung verspricht. Für Science-Fiction-Fans ein klares Muss. Es gibt im Übrigen momentan ein Anime zu dem Manga. Der japanische Name ist Cydonia no Kishi. Demnächst soll sogar eine zweite Staffel erscheinen und Unterschiede zum Manga sind leider vorhanden. Diese sind aber meist nicht direkt storytechnischer Natur. Es ist eher so, dass im Anime teilweise zusätzliche Szenen hinzugefügt wurden, um Lücken im Manga zu schließen. Und natürlich sind die Kampfszenen weitaus geiler im Anime als im Manga. Aber das ist normal. Ein Manga kann solche Action-Kampfszenen niemals richtig gut darstellen im Vergleich zu einem Anime. Wer zuerst den Anime guckt und dann den Manga liest, wird sich aber oft fragen, fehlt da nicht etwas? Ich selbst würde den Anime als eine Art Ergänzung zum Manga sehen. Wiederum natürlich ist der Manga storytechnisch viel weiter, also wer die Story wissen will, wie es weitergeht, der sollte sich den Manga kaufen. Der ist in Deutschland schon bis Band 9 erschienen und kann ihn wirklich nur jedem ans Herz legen, ihn mal zu lesen, beziehungsweise den Anime zu gucken. Denn ich persönlich finde es wirklich einfach nur geil und werde mir beides zulegen, auf jeden Fall. Zum Schluss ist aber noch anzumerken, dass der Zeichenstil des Mangas etwas schlechter ist als der Anime, aber wirklich nur minimal, vor allem hauptsächlich bei den Charakteren, nicht bei allen Charakteren, aber einigen wenigen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Manga, beziehungsweise noch mit dem Anime, und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.